Hallo, du wundervolle Seele. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass du auf dieses Video gestoßen bist, egal was dich jetzt hierher geführt hat. Aber genau das werden wir jetzt nochmal gemeinsam überprüfen, ob das Video für dich ist. Denn dieses Video, das wird jetzt aufgenommen für all die Menschen, die sich schon immer irgendwie anders fühlen auf diesem Planeten. Ja, wenn du eine Sehnsucht im Herzen trägst nach Frieden, auch wenn es dem Verstand sehr naiv vorkommt. Ja, und wir denken, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, aber dass du dich nach einer Erde sehnst, wo ein Miteinander ist, wo Harmonie herrscht, wo Mensch und Tier gleichberechtigt sind, wo wir im Frieden, im Einklang leben mit allem, was ist. Wenn du dich sehnst nach bedingungsloser Liebe, Fülle, Freude, Leichtigkeit. Denn all diese Dinge sind dein Geburtsrecht. Und mein Gefühl sagt mir ja, dass wir aus einem ganz bestimmten Grund hier sind, jetzt genau zu dieser Zeit. Und jetzt ist es gerade 11:11 Uhr, ja, und es ist wirklich spannend, denn ich möchte, bevor ich jetzt aushole, wenn du dich jetzt gerade damit connecten konntest, wenn du denkst, ja, das ist diese Sehnsucht, die ich in mir trage, ja, dann bleib unbedingt dran, denn ich weiß schon seit Monaten, dass ich dieses Video aufnehmen werde und immer war es noch nicht richtig dran. Es war nicht stimmig und tatsächlich heute habe ich so stark den Ruf und heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, nämlich der 25. Mai, mein Geburtstag und jetzt darf das durch mich durch, was da schon so lange in mir wohnt, für dich. Ich sag dir auch gleich warum, ja, welchen Nutzen das Video für dich hat und für ganz viele Gleichgesinnte, vielleicht auch in deinem Umfeld. Denn ich habe vor, das fing auch schon vor Monaten an, habe ich etwas gechannelt. Erstmal, ich bin Mentorin, ich bin Medium, ich mache das seit 18 Jahren. Und also meine Hellsinne trainieren und seit 11 Jahren bin ich selbstständig in diesem Bereich, um Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und ihre Bestimmung zu leben. Ein Leben in Hingabe, damit du genau das anziehst, was ich gerade beschrieben habe, das, was dein Geburtsrecht ist. Und du bist die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Ja, dieses wundervolle Zitat von Mahatma Gandhi, es trifft es einfach, weil du bist der Wandel. Durch dich geschieht der Wandel. Und mir kommt direkt, bevor ich jetzt da aushole, ja, dieses Bild von der höheren Instanz. Ja, das ist ein Bild, das habe ich vor Jahren schon empfangen, auch lange vor dieser ganzen Weltkrise und den ganzen Situationen, die wir gerade im Außen haben. Und ich spüre, das alles ist für uns. Ja, auch wenn es krass ist, auch wenn der Verstand mal rebelliert, Ängste hochkommen und so weiter. Wenn du in deiner Mitte bleibst, deiner Intuition folgst, für dich den Himmel auf Erden anziehst, High Frequency, dein Geburtsrecht, weil wie gesagt, durch dich dieser Wandel passiert. Es ist so wichtig, dass du und ich zu Leuchttürmen werden, dass wir diejenigen sind, die Pioniere sind, Pionierinnen, ja, die ihr Licht leben, ihr Strahlen leben. Und da darf alles dazugehören, ja. Und um genau zu erklären, was Inhalt dieses Videos ist, es drängt gerade so stark diese Metapher, die ich, wie gesagt, vor Jahren eingegeben bekommen habe. Stell dir vor, ja, die Mutter Erde ist ein Lebewesen. Ja, ein Lebewesen. Genau wie du ein Lebewesen bist, mit einem Körper, mit einem Verstand, mit Gedanken, Gefühlen und so weiter. Die Erde ist ein Lebewesen und hat Organe, ja, wie jedes Lebewesen. Ein Organ der Erde sind zum Beispiel die Wälder, die Ozeane, die Berge, die Tiere und die Menschheit, die gesamte Menschheit. Das heißt, wenn die Menschheit ein Organ der Erde ist, was bedeutet das für dich und für mich, dass wir eine Zelle der Erde sind? Ja, genau wie du ein Herz hast, eine Lunge hast, eine Leber hast und so weiter und so fort. Ja, und die setzt sich zusammen aus vielen, vielen, vielen Zellen, die alle auf natürliche, selbstverständliche Art und Weise einer höheren Ordnung, einer höheren Instanz folgen. Und wenn sie das tun, wenn es stimmt, was sie tun, ja, dann ist unser Körper, der ganze Organismus gesund und alles greift ineinander. Und das, was ich auf der Erde spüre, das, wo wir gerade stehen und das, was mein tiefer Glaube ist, warum du und ich hier auf diesem Planeten sind, ist, dass die Erde wieder ins Gleichgewicht kommen darf. Nochmal, wir sind eine einzelne Zelle des Organ Menschheit. Was ist passiert? Dadurch, dass die Menschen irgendwann in die Trennung gefallen sind, ins Ego, ja, oder raus aus dem Paradies sozusagen, ziehen wir Dramen an, leben, die gar nicht für uns bestimmt sind, die sich gar nicht erfüllt anfühlen. Ja, das Ego vergleicht, das Urteil bewertet, tut Dinge aus Prägungen, aus Ängsten heraus, wie man es halt macht, aus der Gesellschaft. Aber es ist so wichtig, dass du dich lebst, ja, dass du deinem Herzen folgst,
Warum? Wenn du dieser höheren Instanz folgst, dann ist auch in deinem Leben alles in Ordnung. Du ziehst genau das an, was dich zutiefst erfüllt. Ja, so viele Menschen greifen nach Statussymbolen oder machen dies oder jenes, weil man das halt so macht oder halten sich irgendwo auf, weil sie denken, ja, ich muss ja oder der Job gibt mir halt Sicherheit oder, wo sie aber gar nicht hingehören und dann unglücklich werden und denken, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich muss mich ja anpassen, alle anderen können scheinbar auch. Musst du nicht, sollst du nicht, du sollst deinem Herzen folgen, denn dann stimmt es für alle, dann stimmt es für das Große und Ganze. Ja, denn das, was wir gerade haben, stell dir vor, wir bleiben jetzt bei den Organen, ja? Du hast dein Herz. So, und eine Zelle deines Herzens kommt jetzt auf die Idee, so, oh, die Lunge da unten, die sieht ja, ne, die ist ja viel glücklicher als ich. Okay, ein bisschen abstrakt, aber you know what I mean. So, und dann geht die einfach aus dieser natürlichen Ordnung. Sie arbeitet gegen sich selbst, weil sie will etwas anderes, als sie eingegeben bekommt, sozusagen, ja? Sie funktioniert hier nicht mehr im System. Und wenn es eine Zelle macht, gut, dann juckt es das ganze Herz noch nicht, schadet nicht, ja. Aber wenn das dann Hunderte, Tausende, Abertausende Zellen machen, was passiert dann? Das Herz, ja, es wird wie angegriffen von den eigenen Zellen. Es arbeitet gegen sich selbst. Es kann nicht einfach runter zur Lunge wandern und da arbeiten, sondern es ist ja immer noch im gleichen Gebiet, aber es arbeitet gegen sich. Ja, wir nennen das Krebs, was dann passiert. Und für mich klingt jetzt oberkrass, aber die Erde hat wie Krebs, ja, sozusagen. Denn wir arbeiten gegen uns selbst. Die Menschen arbeiten gegen sich selbst. Wir führen Kriege. Wir fügen einander Gewalt zu. Was passiert, wenn ein Organ ganz schwer betroffen ist? Es greift irgendwann andere Organe an. Was macht die Menschheit? Ja, wir vermüllen die Ozeane. Wir quälen die Tiere. Wir nutzen die Tiere aus. Wir zerstören den Planeten, wir hölzen die Wälder, wir schaden den anderen Organen der Erde. Wenn ich das sage, kriege ich gerade eine Ultra-Gänsehaut und bin tief berührt, weil ich weiß, dass du und ich hier sind, weil wir sind quasi die Zellen, die dabei sind, sich zu erinnern, zu gesunden und alle anderen mitziehen. Ja, das ist das, warum dieses Video entsteht. Jetzt zu dem, warum ich hier überhaupt jetzt sitze und an meinem Geburtstag dieses Video aufnehme, ja. Ich habe vor Monaten fing es an, dass ich nachts nicht schlafen konnte und ich habe mich dann auch immer aufgemacht, dachte, okay, kommt da irgendwas, will da irgendwas durch? Ich habe gedacht, ich habe einfach Schlafprobleme, es sind keine Ahnung was, energetische Stürme, I don't know. Ja, und irgendwann hatte ich diesen Impuls, nachts wirklich aufzustehen, mir einen Block und einen Stift zu nehmen und einfach zu schreiben. Und entstanden daraus ist ein 22-seitiges E-Book, wozu ich den Namen empfangen habe, Guide für die Erde 2.0. Weil du Teil des Aufstiegs bist. Die Erde ist gerade im Aufstieg. Sie erhöht messbar, wissenschaftlich messbar ihre Schwingung. Es passiert, ja, ob du willst oder nicht sozusagen, aber du bist ja hier, um den Wandel, wie gesagt, durch dich geschehen zu lassen. Was hast du dazu zu tun? Es gibt zwei ganz wichtige Punkte und darum geht es in dem Guide. Ich habe, warum auch immer, die Eingebung bekommen, dieses Video noch dazu aufzunehmen, um dich auch auf den Guide aufmerksam zu machen. Und ich bitte dich aus tiefstem Herzen, teile das Video auf allen möglichen Kanälen mit Freunden, Bekannten, wo du das Gefühl hast, das ist auch für sie bestimmt. Das Gefühl, es darf viele erreichen. Ja, daher bitte ich dich da um Unterstützung. Und das, was so wichtig ist, ist einmal, dass du lernst, in Hingabe zu leben. Dazu sage ich gleich noch was. Und dass du deine Energie shiftest, dass du in deiner Energie bist. Weil Menschen wie du und ich, wir sind sehr empathisch, wir sind sehr fühlig, wir nehmen andere Emotionen wahr und fühlen sie am eigenen Leib. Nicht nur von einzelnen Individuen, sondern auch kollektive Themen. Mangelbewusstsein, Selbstwertthemen, Angst, seine Wahrheit zu sagen, Angst, zu sich zu stehen. Angst, 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 Angst. Alles drückt, ja, alles niedrige Schwingung sozusagen. Wir sind hier, auch wenn wir sie am eigenen Leib spüren, um sie bei uns am eigenen Leib zu shiften, um einen Teil des Kollektivs zu erleichtern. Ja, das ist das, warum du und ich hier sind. Und darum geht es in diesem Guide für die Erde 2.0. Das ist wie eine kleine Anleitung und du weißt es selber, dass wann immer du etwas verändern möchtest, muss aus dem Herzen kommen, du musst diesen Willen haben und auch das Gefühl von, oh yes, ne, deswegen bin ich hier. Und dann braucht es eine neue Gewohnheit. Und wodurch entsteht eine neue Gewohnheit? Durch sich erinnern und es wiederholen. Deshalb habe ich auf der letzten Seite vom E-Book auch wie eine Zusammenfassung gemacht. Das kannst du dir auch ausdrucken und irgendwo hinlegen, wo einfach nur, ah, okay, daran erinnern, daran erinnern, daran erinnern. Weil das ist das, was dein Leben in die Leichtigkeit bringt. Dass sobald du spürst, okay, da sind jetzt fremde Emotionen, ich fühle mich irgendwie schlecht oder auch eigene Themen steigen auf.
geht um, das war das, was ich ganz oft und viel gechannelt habe. Übrigens alles von Saint-Germain, von dem, ja, mit dem hatte ich vorher noch nie Berührung, aber er kam wochenlang durch mich durch, bis dann dieses E-Book fertig war. Und da fiel ganz, ganz oft das Wort Transzendenz, Bewusstsein reinbringen, Licht ins Dunkle bringen. Und auch nicht im Sinne von Wertung, ja, Licht ist gut, Dunkel ist böse oder so, sondern einfach es ist. Und es möchte alles durchlichtet werden, ja, weil du bist vollkommenes, reines Bewusstsein. Du bist aus einem Grund hier. Und das Zweite, worum es geht, ist die Hingabe. Und ich meine mit Hingabe, also dadurch hat sich in meinem Leben alles geschiftet. Ich wurde mit 23 Jahren, ich bin heute 34 geworden, wurde ich ganz, ganz stark vom Leben wachgerüttelt durch einen Schicksalsschlag oder mehrere hintereinander. Es war eine Operation, wo ich die letzte fast nicht überlebt hätte, weil mein Herz so stark und laut gerufen hat, meine Intuition. Wir werden ja von innen heraus geführt und geleitet zu den Dingen, die unsere tiefste Sehnsucht sind, die uns dann letztlich erfüllen. Aber wir begegnen auf diesem Weg, wenn wir dem Herzen folgen, unseren Schatten, unseren Prägungen, unseren Glaubensmustern. Und wir begegnen ihnen, um uns zu befreien. Ja, darum geht es auch in dem E-Book. Und als ich begonnen habe, meinem Herzen zu folgen, ich brauchte dieses ganz heftige Drama, ja, weil ich einfach so tief eingeschlafen war und keine Ahnung, so viele Ängste und Glaubenssätze in mir hatte, dass ich dann diesen starken Weckruf, dieses Drama letztlich brauchte, um zu erwachen. Und da fing es dann langsam an, mein Erwachen. Und ja, fortan, mittlerweile folge ich bedingungslos meinem Herzen und begegne natürlich dennoch Ängsten, Unsicherheiten. Und wir haben ja weiterhin den Verstand, wir haben die Prägung, das Ego. Aber es geht darum, dass du es zu handeln weißt und dich immer wieder in einen guten State bringst, immer wieder in deine Mitte findest, in deine Energie kommst, um auch deine Intuition zu spüren. Das kennst du vielleicht auch, dass wenn die Emotionen so drücken, wenn du so im Mangelbewusstsein bist oder nicht in der Selbstliebe, in irgendeiner Angst, dann weißt du ganz oft nicht, was ist denn jetzt Kopf und das ist Herz, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, so schnell zu shiften, damit du auch wieder Connection hast zu deiner Intuition. Das ist die höhere Instanz, die letztlich alles in Ordnung bringt. Und wenn du deinem Herzen folgst, in Hingabe lebst, dann ziehst du all das an, was dich wahrhaft erfüllt. Lebst dein Geburtsrecht, die bedingungslose Liebe, die Fülle, die Leichtigkeit, die Freude. Genau. Ich habe fertig. Da kommt gerade nichts mehr. Und daher, wenn du den Ruf spürst, teile dieses Video sehr gerne und ich verlinke hier alles, wo du auch das E-Book dir herunterladen kannst. Ja, für 3,33 €, das ist mein sogenannter Energieausgleich, das ist der gefühlte Wert. Aber ganz wichtig, wenn du das für dich machst, wenn du spürst, oh ja, das gehört zu mir, bist du eingeladen, das ganz weit zu spreaden, zu verschenken an Freunde. Ja, die müssen da nicht auf den Link und das kaufen, sondern verschenke es. Ja, ich fühle, das ist wichtig, das muss gerade in die Welt. Und da danke ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, wenn du mit mir resonierst, dann abonniere sehr gern den Kanal oder folge mir auf Instagram. Unter Sarah Rogalski findest du mich. Da teile ich in den Stories weitere Impulse und hier auch ganz viel aus meinem Leben, ja. Und ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Alles, alles Liebe und bleib in deiner Energie und lebe in Hingabe.